Halt die Schnauze, Metcalf. How sweet is all. Ich hab gesagt, Schnauze halten. Ihr könnt mich mal, ihr Arsch. Verdammt nochmal, halt's Maul! Was willst du denn dagegen tun? Mich einbuchten? Ich will... Hey, Metcalf! Es reicht jetzt. Halt du dich da raus, Mendoza. Gern doch. Guten Abend, Detective. Tam? Ja, wir beide sind weit weg von zu Hause. Hey, Filzi! Augen nach vorn, klar? Nettes Gespräch, Tam. Hier wird gleich eine ganz heftige Nummer gestartet. Du ödest mich an, Tam. Mach mich nicht an, Mann! Ich bin nur der Bote. Tyson hat gesagt... Moment. Tyson Latchford? Ja, siehst du, jetzt hörst du mir ja doch zu. Okay, der Plan geht folgendermaßen. Oh Mann, scheiße. Tyson. Ich sollte dich warnen, aber... Scheiß drauf, Alter, halt dich einfach irgendwo fest. Tab, was ist hier los? Partytime. Ich weiß nicht, was... Mann, bist du schwer! Du willst nicht wissen, wie lange ich den Schlüssel schon habe. Und schon gar nicht, wo ich ihn bisher stecken hatte. Was machst du da? Tyson wartet am Wasserturm auf dich, sobald er damit fertig ist, die Bullen abzulenken. Was? Geh zum Wasserturm. Hey, Moment mal. Und was ist mit dir? Mann! Hast du's an den Ohren? Wasserturm! Los! Kein Sichtkontakt zum Verdächtigen. Nein, aber ich suche weiter. Wir dürfen uns nicht überrumpeln. Wir treffen uns hier. Okay. Jemand zu Hause? Sofort rauskommen! Keiner da! Verstanden? Okay, scheint leer zu sein. Jetzt oder nie? Ganz ruhig, Mann. Die dürfen dich nicht sehen. Da war er! Holt meine Lampe her! Da ist er! Scheiß auf den Tod! Ja, hier ist noch einer. Könnte Wilhelm sein, könnte Kerlson sein, könnte Spruch von Mendoza.
muss die Typen irgendwie ablenken. Zentrale Bescheid geben, Flanke 4 ist abgeriegelt. Erledigt, Swampy mit unterwegs. Die kriegen den schon raus da. Widerlich. Stinkt nach Ammoniak und Katzenpisse. Muss ein Meth-Labor sein. Okay, das wäre Schritt 1. Nichts wie weg hier. Vater! Das fliegt hier gleich alles in die Luft. Zentrale, haben Sie verloren. Wir suchen weiter. Das hat funktioniert. Das alte Messlabor ist hochgegangen. Zurückbleiben! Oh Scheiße, Zentrale, hier fußt ein Verein. Wir haben eine Explosion. Wiederhole, wir haben eine Explosion. Du hast sicher ein paar Fragen. Was machst du denn hier? Und woher hatte Herr meine Handschellenschlüssel? Officer, du solltest dich geehrt fühlen. Übrigens, Tab war mir für deine scheiß Abhöraktion was schuldig. Er ist nicht mit mir geflohen. Tab. Für den ist der Knast das Beste. Da kommt man schön vom Koks runter. Ich kenne mich da aus. Ey, Arschloch, ich habe keine Ahnung, was hier los ist. Hey, aber wenn hey, du denkst, ich hey! Würde... Da ist jemand, mit dem du reden solltest. Hier, nimm das. Was soll das sein? Siehst du das Schild da? Leuchte es an dreimal. Ganz schnell. Genau da musst du... Hier sind wir nicht sicher. Wir teilen uns auf. Tyson? Bleib von den Scheinwerfern. Scheiße. Sehr gut. Dein neuer Look gefällt mir übrigens. Was wollen wir hier, Tyson? Wart's einfach ab, Mann. Nein, ich will's jetzt wissen. Erklär mir zum Beispiel mal, warum du den Bus in die Luft gejagt hast, in dem ich war. Okay, das war scheiße. Aber hat funktioniert. Los, mir nach. Ihr wollt mich doch verarschen. Tabs Transport,
Der Schlüssel? Kaputte Cops. Wir kennen uns eben aus. Mann, es tut mir echt, echt leid. Gib mir einen Grund, dich nicht auszumachen. Erstens, ich schlag zurück. Da bin ich mir sicher. Zweitens, Julian Dawes. Denk mal drüber nach. Er hat mir alles versaut. Er hat dich eingebuchtet und sie hat er auch abgezogen. Du bist der Einzige, dem wir vertrauen können. Vertrauen? Und was bitte soll ich davon haben? Dawes muss kapieren, dass seine Taten Konsequenzen haben. Auf Gerechtigkeit standst du schon immer, richtig? Was wäre, wenn ich euch sage, ihr sollt euch ins Knie ficken? Dann ficken wir uns ins Knie. Ja, was? Und du kriegst einen schicken Knast-Overall. Fällt die Entscheidung so schwer?